In diesem Video geht es um Punkte im 3D-Koordinatensystem. Ich möchte also jetzt in diesem und in weiteren Filmen, die noch kommen, konkrete Beispiele zeigen, wie ich GeoGebra 3D nutzen kann, um in der Vektorrechnung damit Dinge zu verdeutlichen oder den Schülern etwas zu zeigen. Natürlich können die Schüler es auch selber nutzen. Mir geht es jetzt um Projektionen bzw. eben um Verdeutlichung von den drei Koordinaten, was das bedeutet. Ich habe im Vergleich zu der Zeichnung, die wir oder die ich zuletzt hatte bei der Vorstellung der Ansichten in GeoGebra hier, die ganzen Objekte gelöscht. Wir haben hier noch die Clipping-Box, die mache ich mal unsichtbar und schalte das Clipping aus. Dazu Rechtsklick irgendwo hin. Ich kann auch einfach unter Einstellungen das Einstellungsfenster öffnen und unter Grundeinstellungen schalte ich das Clipping aus und das Clippingfenster. So, jetzt zeichne ich mal einen Punkt irgendwo hin und erhebe ihn mal ein bisschen nach oben. Dass die Koordinaten jetzt hier nicht ganzzahlig sind, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Mir geht es darum, wie können wir den Schülern verdeutlichen, was diese Koordinaten hier für eine Bedeutung haben. Ich sage mal, üblicherweise, denke ich, macht man das ja so, dass man eben Projektionen zeichnet. Das heißt zum Beispiel, okay, wo liegt denn dieser Punkt? Das ist ähnlich wie diese Projektion, die ich hier habe, wenn ich einen Punkt hoch und runter bewege. Wie macht man das hier in GeoGebra? Ich muss es nicht statisch machen, kann es also von Punkt A abhängig machen, sodass ich also meinen Punkt A eben durchaus bewegen kann und trotzdem sehe, wo liegt eben die Projektion von A in die XY-Ebene. Und das mache ich, indem ich zunächst mal hier in das Eingabefenster gehe. Jetzt habe ich den Punkt A, die Koordinaten hier. Und möchte gerne A in die XY-Ebene projiziert haben. Und dann nenne ich das Ganze mal A, XY. Wenn ich zwei Sachen tief stellen will, brauche ich geschweifte Klammer. Und dieses A in der XY-Ebene hat dann folgende Koordinaten. Ja, was ändert sich im Vergleich zu A? Vor allem eigentlich nur die Z-Koordinate, nämlich die muss 0 sein. Der Rest ist identisch. Jetzt darf ich allerdings nicht den Wert nehmen, der hier gegeben ist, denn dann wäre es statisch vorgegeben. A kann sich ja bewegen. Also mache ich Folgendes. Ich nehme den X-Wert von A. Das war falsch. So, X von A. Als X-Wert und den Y-Wert von A als Y-Wert. Und den Z-Wert setze ich auf 0. So, und ich erhalte dann hier einen Punkt AXY, der meinen Punkt A folgt, wenn ich A bewege. So, das gleiche kann ich auch noch machen, zum Beispiel, dass ich gerne haben möchte, dass ich die Projektion von diesem Punkt hier noch auf die X-Achse habe. Das nenne ich dann mal AX. Und damit ich mir ein bisschen Arbeit erspare, nehme ich gerade mal die History-Funktion. Ich kann hier, wenn der Cursor in der Eingabezeile ist, entweder nach oben gehen oder ich kann auch hier dieses da wählen. Das ist ja meine Eingabe, die ich vorhin eben genutzt habe. Die verändere ich, um mir ein bisschen Tipparbeit zu sparen. Und das Einzige, was ich brauche, ist der X-Wert von A und der Y-Wert und der Z-Wert werden auf 0 gesetzt. So, Komma nicht vergessen. Und dann habe hier die Projektion auf die X-Achse. So, jetzt könnte man natürlich zum Beispiel auch noch das Ganze mit Linien andeuten. Dazu nutze ich natürlich hier das Werkzeug Strecke. Damit ich alle Strecken gleich zeichnen kann, lege ich mir noch einen Punkt für den Ursprung an, denn da ist nicht standardmäßig
ein Punkt vorhanden. So, das ist mein Punkt B. Ich kann ihn natürlich auch umbenennen in O wie Origin, wie es hier meistens benannt wird. Und jetzt kann ich meine Linien zeichnen, um das halt dauerhaft immer anzuzeigen. Weil der Indikator, den ich habe, wenn ich Punkt A bewege, der ist ja nur zu sehen, wenn ich eben A auch bewege. So, und diese Linien, da ändere ich mal das Aussehen, indem ich sie zum Beispiel etwas dicker mache. Hier auf 5. Und ich ändere die Farbe, und zwar passend zu dem Koordinatensystem. Also blau, dieses hier mache ich dann grün und etwas dicker und noch die dritte Strecke, die wird dann rot. Das ist jetzt hier nicht so erkennbar, wenn ich allerdings das dicker mache, dann sieht man das dann schon. So, und jetzt kann ich den Punkt A bewegen und ich habe immer die Anzeige, wo dieser Punkt liegt. Jetzt können wir noch ein bisschen weitergehen und zum Beispiel noch die Zahlen, also die Koordinaten dran schreiben. Dazu würde ich dann einen Mittelpunkt auf die jeweiligen Strecken setzen, damit ich da den Text platzieren kann. Diese Punkte können wir dann später verstecken, die brauchen wir ja eigentlich nicht, und verwenden dann das Textwerkzeug. Hier haben wir die Strecke C in diesem Fall und dann wähle ich hier C aus und den Wert, den habe ich ja schon gegeben, setze vorne dran noch C ist ja die x-Koordinate, also x ist gleich C. Mach das Ganze als LaTeX-Text, damit es ein bisschen hübscher aussieht. So, und dann habe ich hier also meinen Text. Vielleicht, also den Punkt kann ich ja verstecken. Den Text sollte ich vielleicht, damit er besser sichtbar wird, hier noch etwas fetter anzeigen. Ich kann natürlich auch die Farbe ändern. Ist halt so ein bisschen abhängig von welche Farbe man verwendet, ob das gut zu sehen ist oder nicht. Das machen wir noch schnell hier. Das ist B. Das ist der Y-Wert. Und in grün. Ach, das ist der Hintergrund. Ja, das war der Hintergrund hier. Das war gerade ein Fehler. Der Hintergrund funktioniert hier im 3D noch nicht. Und noch der Punkt C bzw. der Z-Wert. So, dann noch Schriftfarbe und die Punkte C und B verstecke ich noch. So, und jetzt habe ich also auch die Koordinaten, die immer angezeigt werden. Oh, ja, das ist ein kleiner Fehler. Das ist mein Fehler. Ich habe jetzt hier die Streckenlängen. Das stimmt natürlich nicht, denn die Strecke ist zwar hier natürlich positiv, aber die Koordinate ist ja ein anderer. Also was muss ich machen? Streckenlänge geht nicht. Und zwar muss ich das Ganze etwas anders machen. Ich darf hier nicht einfach die Länge B nehmen, sondern ich muss meinen Punkt A nehmen und berechne davon dann den Y-Wert. Das heißt, ich tue in diesem Kästchen hier das Ganze berechnen. So, das gleiche mache ich jetzt noch für die zwei anderen Texte.
Objekt A auswählen und hier jetzt Z von A, beziehungsweise der rote Text. Wichtig ist, dieses X von A, das X von darf also nicht außerhalb stehen. Nur was in dieser Box ist, wird hier dynamisch angezeigt. So, und jetzt stimmt das mit den Koordinaten also richtig. Ich habe eben auch negative Werte. Und wenn ich A nach unten bewege, dann kann ich also bei der Z-Achse auch, bei der Z-Koordinate auch negative Werte erhalten. So, zum Verständnis dieses 3D-Koordinatensystems gehört sicherlich auch das Verständnis, was ein Vektor ist. Vektoren kann ich hier natürlich auch zeichnen. Nehmen wir mal den Ortsvektor zum Punkt A. Den kann ich hier also auch einzeichnen. Wichtig ist, was man hier sieht, in der Algebra-Ansicht werden die Vektoren also jetzt auch richtig als Spalten dargestellt. Das heißt, hier wird LaTeX jetzt genutzt, um das Ganze ordentlich darzustellen. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch diese Grafikansicht nutzen, um mal zu verdeutlichen, wie ich die Länge eines solchen Vektors bestimme. Von Hand macht man das ja üblicherweise, indem man Diagonalen einzeichnet und mit rechtwinkligen Dreiecken. Winkel kann ich inzwischen GeoGebra in dieser Beta-Version auch schon zeichnen. Ich mache mal hier eine Diagonale, um eben das anzudeuten. Die würde ich vielleicht stricheln, damit man sieht, dass es eben nur eine Hilfslinie ist. So, und dann habe ich meine Hilfslinie, kann zum Beispiel eben auch den Winkel verdeutlichen, dass ich hier einen rechten Winkel habe, ja, den 90-Grad-Winkel. Und das gleiche natürlich auch hier. Zwischen diesen drei Punkten. Wie in GeoGebra übrig, kann ich hier die Winkel natürlich verändern. Das heißt, ich ändere zum Beispiel die Größe, damit sie besser zu sehen sind. Da haben wir das. Könnte natürlich auch zum Beispiel die Länge dieser Strecke hier anzeigen. Wo haben wir das? Unter Beschriftung anzeigen. Mir reicht der Wert. Ich brauche keinen Namen. Und habe dann eben auch eine Zahl, mit dem die Schüler ausprobieren können. Was man natürlich auch noch machen kann, ist, dass man hier anstatt einzelner Linien gleich ein Quader einzeichnet. Dazu habe ich hier von dem Punkt AXY noch die Projektion auf die Y-Achse erstellt. Dann kann ich nämlich mit Hilfe des Vielex-Werkzeuges hier ein Viereck erstellen. Und dieses Viereck, was hier so rot-braun aussieht, dann mit Hilfe von dem Extrudierwerkzeug auf die richtige Höhe bringen. Das würde ich dann in diesem Fall nennen, also die Höhe, das ist also der Z-Wert von A. So, und hier könnte man dann, Moment. So, das Problem ist, ich habe hier noch ein paar Hilfspunkte eingezeichnet bekommen, die mich jetzt gerade ein bisschen stören. Die würde ich dann zum Beispiel unsichtbar machen, weil sie einfach nicht notwendig sind. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich dann eben den Punkt A auch verschieben und sehe, wie sich dieser Quader mit verändert.